Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Heute tatsächlich mit einem anderen Zuschauer. Hat mich angeschrieben, wollte bezocken. Der Iraj, wenn ich das richtig ausspreche. Naja, wir gehen rein als Burg. Welcome to Dann Nova. schaue ich mir das Ganze hier mal an. So, Stichschaden ist auf jeden Fall ordentlich da. Ich werde tatsächlich das Ganze so machen. Genau. Damit einfach da noch ein bisschen unterschiedliche Einheiten da sind. Also großartig viele Tanks habe ich jetzt nicht. Aber ist okay. Nehmen wir einfach. Ich fange mit der Priesterin an. Mach noch einen Worker rein und dann ist gut. So. Danach dann wahrscheinlich hier den Torwächter hin platzieren oder die Kettenfaust. Und Stichschaden ist auf jeden Fall gut da mit Berserker und Albtraum. Ja, schon dicke Piraten. Okay. Das heißt, für den Anfang muss ich gar nicht so viel schicken, weil es bringt eh nichts. So, der Piraten-Skelett ist am Anfang übelst stark. Fangen wir an, indem ich eine Kettenfaust hier drüben platziere. Damit das noch so ein bisschen gesplittet wird. Zack, weiter aufgewertet. Hier drüben ist erstmal der Pyro-Start. Das heißt, aber doch erstmal nichts weiter passieren. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Aber sollte eigentlich klar gehen. So, das ist auch tatsächlich unsere erste Runde zusammen. Deshalb müssen wir uns erstmal noch so ein bisschen ausprobieren. Was haben wir denn überhaupt für Zauber? Magier ist gut, ne? Ist gar nicht schlecht. Dunkles Ritual ansonsten. Ja, göttlicher Segen ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn der dann abkackt, ist Schluss. Wir machen erstmal den King Upgrades. Okay, der Robo, naja, gut. Der hätte jetzt nicht sein müssen. Aber da kann ich mir einen Worker holen. Das ist sehr gut. Da drüben weiter nur der Pirat. Ja, na, den Ochsen allein hätte man jetzt auf der 3 gut nerven können. Aber mit dem Ninja dazu eher nicht so. Okay, 2 Elementare mit hingestellt. Lass mich kurz überlegen. Also Magier mit Mana-Regeneration ist natürlich sehr gut für die beiden und für die Heilige Herrscherin auf jeden Fall auch. Das klingt schon alles sehr gut. Hat mir eine Turtle reingeschickt. Das muss nicht unbedingt sein. Das wäre ich alles ab. So. Das bedeutet, ich werde hier drüben weiter billige Einheiten bauen, wie die Kettenfaust. Ich werde jetzt noch Worker holen.
brauchst ja nicht drei, vier Kettenfäuste sehen, das macht keinen Sinn. Und werde dann hier drumherum alles rumbauen, damit ich den Magier-Buff nehmen kann. Ich krieg keins mehr zusammen. Schade. Ja, das blocken wir ordentlich. Ist noch ein Nimbus mit drin. Also ich denke, bei mir macht es dann Sinn und bei ihm auch, wenn wir auf die 9 gehen. Dass wir auf der 9 ein bisschen was angreifen. So, lass mich kurz überlegen. Wenn ich ihn jetzt hier zum Magier machen würde, dann kann ich hier und da noch einen hinstellen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. So, noch mehr Kettenfäuste. Ich weiß, ich habe letzte Runde gesagt, ich stelle keine hin, aber ja gut. Ich brauche ja doch noch ein bisschen Verteidigung. Ich muss ja das Ganze auch ein bisschen abwehren. Aber wir sind zum Glück relativ günstig. Oh, wir werten weiter auf. Ganz entspannt. Kann ich hier noch einen hinpacken? Hier noch eine von den Priesterinnen. Hier hinten dann Rächerin, ein oder zwei, je nachdem. Schauen wir mal. Ich muss erst mal gucken, was die gebaut haben. So, da gibt es auf jeden Fall einen Worker für mich. Und wir gehen auf 9. Das macht hier bei ihm am meisten Sinn, bei mir auch. Ah, wird eng. Schaffe ich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Der wehrt das ab. Ist ja auch nicht allzu viel durchgekommen. Also alles entspannt. Es hilft uns gerade nur mehr, dass wir uns noch mehr sammeln können. Jawohl. So ist das gut. Kettenfaust Upgrade. Ja, komm, wir holen noch einen Worker, was soll's. Wir gehen richtig in die Vollen. Weil die Einheiten ein bisschen teurer sind, das ist immer so ein bisschen nervig. Unhold. Der Aufprallschaden haben wir für nächste Runde auf jeden Fall gut dabei. Das ist alles nicht so schlimm. Ich werde wahrscheinlich mit dem Packleader gehen. Packleader dabei. Ja, dann stelle ich noch einen hin, ne? So. Ich habe halt nur eine billige Einheit und die anderen kosten alle so viel. Ach, Schnecke einfach mit rein. Den Blut mit 80 an. Der Schnecke mit dazu. Aber da kommen wir gut durch.
Back geht das down, wurde weggelasert. Ah, da komme ich durch auf jeden Fall. Und das sollte auch durch sein. Jawohl. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danach gehen wir auf 11. Stichschaden ist bei uns super gut. Ja, wir haben mit der Kohle. Kann ich auch mal ein bisschen was Teures hin platzieren. Die Rächerin zum Beispiel. Mann, ist das nervig. Das ist echt nervig. Consider it done. Ich mach das einfach so. Wird schon klappen. Ich kann auf jeden Fall eine Menge Turtles reinschicken. Ah, das werde ich vielleicht gerade so nicht schaffen. Aber halb so wild. Ich habe zwar schon ganz gut was durchgelassen, aber wir gehen ja mit der Box sowieso aufs Late Game. Oh, 350 habe ich nicht, aber ich kann eine neue platzieren. Und dann werde ich mal hier die eine aufwerten, die eine Kettenfaust. Ja, ich gehe vielleicht ein bisschen zu hohes Risiko ein, indem ich dann einfach nichts mehr hinbaue. Wir rollen mal. Kettenfaust raus. Du rein. Auf jeden Fall, das nehme ich mit. Ich mache das so. Den Albtraum will ich auf jeden Fall behalten. Der ist wirklich guter Schaden. Hat ein bisschen Probleme. Diesmal komme ich aber gut voran. Ich bin zumindest schon mal durchgekommen. Das ist sehr gut. Die haben auch den King nur noch ein halbes Leben. Also wir müssen gar nicht mehr so viel machen. Sammeln erstmal ein bisschen. So, jetzt haben wir hier zwei Albträume. Je nachdem, wie man das nennen möchte. Okay. So, lass mich mal schauen. Drüben sind auf jeden Fall viele Ochsen, das heißt, Magiewaves wären für ihn nicht schlecht. Für mich allerdings nicht so gut. Hat einen Golem mit Aufprall. Der Stich macht schon am meisten Sinn irgendwo. Aber wir müssen auch ein bisschen sammeln. Wir könnten jetzt einfach ein bisschen sparen, auf Risiko gehen und warten, dass wir dann vielleicht auf 15 schicken. Mit einem Long Save. Wird risikoreich. Aber wir machen das jetzt einfach. Oh. Wenn ich einen verkaufe, habe ich einen Gold zu wenig.
Komm, dann verkaufe ich einfach zwei. Zack, zack, fertig. Weil der ist schon sehr wichtig, dass wir den haben. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie Stichler oder sowas mit reinschicken. Das ist schon wichtig, dass da ein bisschen Stichschaden noch mitkommt. Bei Magieschaden haben die jetzt nicht so viel, da bringt uns die nächste Wave kaum was. Abgewehrt. Jetzt können wir auch ein bisschen Worker aufrüsten. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, so ein paar Wurzelquallen auf die rechte Seite. Zur Verteidigung ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Lass mich überlegen. Ja, also wir sollten schon auf jeden Fall Stich mitschicken. Ich schicke auf jeden Fall eine Belagerungsmaschine mit. Die ist sehr gut. Ich habe 200 geschickt. Jede Runde Shutdown, weil wir zu weit oben sind schon wieder. Alles halb so wild. Ja, komm, einen Worker machen wir noch. Ja, ansonsten schicken wir Dinos mit rein. Damit die Frontline noch steht. Das ist wichtig. So. Du wirst aufgewertet, dich werte ich mit auf und dann ist gut. Ich krieg noch 80 zusammen, dann kann ich noch ein Dino reinpacken. Das ist erstmal eine gute Frontline auf jeden Fall da. Hat die Masken aufgewertet maximal. Den Nimbus aber noch nicht. Aber die kriegen ganz schön dick gesendet jetzt auf einmal. Gucken wir mal, ob es das Game entscheidet. Ja, ich muss auch so viel aufwerten. Okay, die schicken gar nichts. Oh, Frontline ist schon gut reduziert. Frontline down. Ja, es wird gut. Ein Nimbus hat aufgewertet. Zack. Das wird es gewesen sein. Vorher ist es noch da, Schaman ist noch da, beide Thaddäus sind da. Sehr gut. Haben wir gut gespielt. Victory. Ja, wenn ihr gerne mit mir zusammenspielen wollt, so wie der gute Jirash hier, addet mich einfach bei Steam. Wenn ich zocke, kommt mit ran. Und fertig. Das war's erstmal für heute mit einer weiteren Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier spiele ich mit dem Amon Lukas zusammen. Bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.